So Leute, da sind wir beim nächsten Video und wir haben durch einen sehr lieben Zuschauer einmal die Minigames komplett bekommen von Kamigawa Neon Dynasty. Danke auf jeden Fall dafür und ich freue mich mega. Ich liebe die, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie da sind und sie sind immer noch da und sie existieren immer noch und ich finde es super. Ich mag die Karten, ich mag die Minigames. Ich habe neulich einen Blogger-Talk gesehen, wo jemand auch gesagt hat, so, oh, das ist voll geil, die beste Erfindung ever. Deswegen, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine, das finde ich super. Gucken wir uns die ganzen mal an. Wir haben als allererstes Minigame Booster Detektiv. Das habe ich euch schon mal erklärt. Ich werde es euch trotzdem noch mal erklären, weil wir haben jetzt nur noch drei. Früher war es ja so, ihr seht ja auch hier oben die ganze Zeit andere Minigames durchlaufen. Habe ich immer wieder darauf verwiesen, dass es noch andere gibt. Und ja, dieses Mal gibt es halt nur drei. Deswegen würde ich alle einzeln durchgehen, weil zwei davon sind halt alt. Das Ziel, im Gegensatz zu Jace, können wir uns nicht auf Telepathie verlassen, um Rätsel zu lösen. Finde ich ein bisschen schwach, weil, naja, Neon Dynasty hat keinen Jace drin. Egal. Ermittle anhand von Hinweisen durch die Kraft aller Fakten über die geheime Karte deines Gegners. Man bestimmt per Zufall, wer der Geheimnisbewahrer ist und wer der Detektiv. Und der Geheimnisbewahrer öffnet damit einen Booster. Er entfernt alle Länder und Karten ohne Magic-Rücken. Also auch die doppelseitigen und ja. Und als nächstes mischt er die verbleibenden Karten und wählt daraus eine zufällige aus. Also der darf sie angucken, darf sie einen davon ausholen. Jene Karte ist die geheime Karte und danach gibt er die kompletten Karten an den Detektiv. Der Detektiv muss vier Eigenschaften der Karte haben. Mana-Betrag, Farbe, Kartentyp, Anzahl der Wörter am Namen und er muss sie erraten. Dazu deckt er eine Karte nach der anderen auf. Das ist mega witzig, ich habe das schon gespielt mit einem Kollegen. Bei jeder aufgedeckten Karte sagt der Geheimnisbewahrer dem Detektiv, wie viele der vier Eigenschaften der Karte, die Karte und die geheime Karte gemeinsam haben. Dann kann der Detektiv entweder die vier Eigenschaften raten oder eine weitere Karte aufdecken, um einen Hinweis zu halten. Das heißt, wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben als Karte diesen Grim Tudor. Der ist schwarz, der hat zwei Wörter im Namen, Kartentyp ist Sorcery und er hat einen Mana-Betrag von 3. Wenn wir jetzt diesen Topter da praktisch in seinem Booster hätten und derjenige hat diese drei Karten, nehmen wir noch so eine On-Off Benalia dabei, diese drei Karten in der Hand und er zeigt uns die On-Off vor, dann stimmt die drei Mana. Farbe stimmt nicht, Kartentyp stimmt nicht, Anzahl der Wörter am Namen stimmt nicht. Jetzt weiß der Gegner aber nicht, ob das jetzt an diesem Ornithopter of Paradise liegt, an diesen drei mit dem Grim Tudor 2 oder an der Farbe oder an den Mana-Kosten. Jetzt zeigt er den Ornithopter vor und hat 0, weil hat völlig andere Sachen. Das heißt, er weiß schon mal, die Karte hat keine drei Wörter am Namen, also muss es an der Farbe, Enchantment oder den drei Mana-Kosten liegen. Und so kann man sich weiter nach vorne arbeiten. Unlustig ist es halt, wenn man aus Versehen die Karte direkt aufdeckt, die derjenige ausgewählt hat. Und der Detektiv darf nur einmal raten. Das heißt, wenn ihr euch sicher seid und ihr ratet und ihr liegt falsch, dann habt ihr nicht gewonnen. Weil ihr gewinnt nur, wenn ihr alle vier Eigenschaften richtig ratet, also die Karte praktisch vorzeigt. Sobald der Detektiv geraten hat, endet die Runde und die Spieler tauschen mit einem neuen Booster die Rollen. Bedeutet, der Detektiv wird zum Geheimnisbewahrer, der Geheimnisbewahrer zum Detektiv und danach wird geschaut, wer möglichst wenig Karten für die Eigenschaften gebraucht hat. Also es wird einfach geschaut, so, okay, hast du sie überhaupt erraten? Ja, ich nicht. Okay, dann hast du gewonnen. Oder ja, wir haben sie beide erraten. Ich habe drei Karten gebraucht, du hast zwei Karten gebraucht. Damit hast du gewonnen. Mega cooles Spiel, gefällt mir sehr, sehr gut. Gucken wir uns die Nummer 2 an. Die Nummer 2 kennen wir auch schon, es ist der Winchester Draft. Wir brauchen, habe ich hier gar nicht vorgelesen, 2 Spieler, 6 Booster, 30 Minuten und Standardländer. Das ist wichtig beim Draften. Der Winchester Draft ist ein 2-Mann-Draft. Super, super cool, man kann halt mit 2 Leuten draften. Wir eröffnen 6 Booster, entfernen alle Standardländer sowie Werbe- und Spielsteinkarten. Was wieder hier ein bisschen strange ist, weil diese 6 Booster sind wahrscheinlich Set-Booster. Und 6 Set-Booster, sehr, sehr strange. Sie geben halt nicht an, welche Booster es sein sollten. Ich gehe davon aus, es sind Set-Booster. Es waren bisher immer Set-Booster. Und danach vermischen wir die bleibenden Karten zu einem Stapel zusammen, ohne sie euch anzuschauen. Und legt den Stapel verdeckt auf den Tisch. Deckt dann die obersten 4 Karten des Stapels auf, um sie als Basis für 4 getrennte Mini-Stapel zu verwenden. Ermittelt per Zufall, wer beginnt. Der Spieler, der zuerst draftet, wählt eine der 4 Mini-Stapel und fügt ihm seinen Draft-Pool hinzu.
legt je eine Karte vom Hauptstapel auf die Ministapel, einschließlich des leeren Platzes. Dann draftet der nächste Spieler. Er draftet ebenfalls einen ganzen Stapel und fügt dann jedem Stapel eine Karte hinzu. Wechselt euch ab, bis alle Karten einen Besitzer gefunden haben. Nach dem Draft baut jeder Spieler aus seinem Draftpool ein Deck mit 40 Karten, einschließlich der benötigten Anzahl an Standardländern. Das ist strange. Bedeutet, wir haben vier offene Stapel. Man erst nimmt eine Karte, der nächste nimmt zwei Karten. Da kann man aussuchen, ob man eine Einer-Karte nimmt, eine Zweier-Karte oder eine Dreier-Karte. Und man kann halt einen großen Stapel nehmen, um eine Menge Auswahl zu haben. Oder man kann einen kleinen Stapel nehmen, wenn da halt was Neues, Cooles drauf gekommen ist. Das ist schon sehr interessant. Man kriegt aber eine ungleiche Anzahl von Karten, habe ich das Gefühl. Sehr strange. Danach spielen wir eine ganz normale Partie Magic. Wir machen Best of Three und Sieger ist der Best of Three-Spieler. Ja, sehr cool, habe ich auch schon gemacht. Macht okay viel Spaß, ist sehr strange mit diesem Mann. Ich hatte so viel mehr Karten als mein Gegenüber. Dafür hatte er die besseren Karten, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht. Es war ein bisschen strange und ja, ist okay. Ist okay. Und dann haben wir das neue Minigame: Cyber Scheinbild aus Neon Dynasty. Manchmal ist Technologie nützlich und manchmal ist sie regelrecht verwirrend. Ermittelt die Identität eurer Karte anhand von Bildern aus dem Internet. What? Wir brauchen 2 bis 6 Spieler, einen Booster und 10 Minuten Zeit. Wir brauchen auch Internet. Uncool, aber okay. Wir öffnen einen Booster und entfernen alle Werbe-, Spielsteine und Artwork-Karten, mischen dann jedem Spieler verdeckt eine Karte zu und legen den Rest beiseite. Jeder Spieler schaut sich heimlich seine Karte an und sucht dann mit einer Internet-Suchmaschine nach dem Kartennamen. Jeder Spieler navigiert zu den ersten 3 Bildergebnissen, die keine Magic-Karten und keine Magic-Illustrationen zeigen, und bestimmen dann eins dieser Bilder. Wenn nicht sicher ist, ob ein Bild eine Magic-Illustration zeigt, entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Sobald jeder Spieler ein Bild gewählt hat, mischt die Karten mit den übrigen Karten hinzu, mischt dann alle Karten und legt sie aufgedeckt auf den Tisch. Bestimmt Zufall, ein Spieler, der als erster sein gefundenes Bild zeigt. Die anderen Spieler versuchen gemeinsam zu erraten, welche Karte zum Bild passt. Sobald sich die anderen Spieler auf eine Karte geeinigt haben, legt der Spieler, dessen Bild gezeigt wurde, die von den anderen Spielern gewählte Karte vor sich ab. Danach zeigt der nächste Spieler sein Bild und es wird weiter geraten. Nachdem alle Bilder geraten wurden, zeigt jeder Spieler, welche Karte zu seinem Bild gehörten. Falls jede Karte richtig zugeordnet wurde, haben alle gewonnen. Und zwar nur dann. Die Idee finde ich cool. Hier fehlt das Handy. Und sobald ich irgendwie in Richtung Handy gehe, wird es für mich schwierig bei so Minigames. Ich will ja einen gechillten Abend mit 2 bis 6 Leuten haben und einfach Spaß haben. Wenn dann jeder an seinem Handy da rumwurschteln ist für mindestens 10 Minuten, das klingt nicht so cool, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen enttäuscht dieses Mal von den Minigames. Der Booster-Detektiv ist cool, Winchester Draft ist so meh. Ja, und dieses Cyberscheinbild. Ich werde es mal spielen. Vielleicht gefällt es mir dann besser. Aber ja, bisher wirkt es nicht so cool. Ich bin halt kein Fan davon, Handy und Paper-Magic-Karten zu vermischen. Vielleicht bin ich da einfach zu oldschool, zu altmodisch. Vielleicht macht es auch eine Menge Spaß. Ich weiß es nicht. Ihr werdet wahrscheinlich über Twitter, Instagram und Facebook davon erfahren. Aber aktuell würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.